lieber Schütze. Freust du dich auch schon auf 2018? Timo sagt dir, wie es lang geht. Ja, die Schützen sind quasi das ganze Jahr auf der Kirmes, wenn du so willst. Und zwar fahren die Achterbahn, und zwar mit den Gefühlen. Also die feiern das ganze Jahr? Naja, also die fahren Achterbahn mit den Gefühlen. Ach, nur auf der Gefühlsebene, und das ist nicht so gut, ne? Ja, die haben letzten Jahre viel Druck bekommen im Arbeitsbereich. Mhm. Und im Gesundheitsbereich auch. Da ging es auch ein bisschen, Arbeit hängt ja meist mit Gesundheit zusammen. Und es geht jetzt, dass man die Freiheit bekommt, dass man sich jetzt von alten Mustern löst, dass man, sie haben gute Chancen, gegen Ende des Jahres zum Beispiel einen neuen Job zu finden, um sich davon loszulösen. Weil das alte Thema beim Schützen ist immer, fange ich was Neues an oder bleibe ich dabei? So, das Problem ist aber, es kommen noch Existenzängste dazu. Weil man eben, wenn keine Arbeit, kein Geld, keine Miete zahlen, wie läuft es denn sonst? Mhm. Also bleiben Sie erstmal dabei, weil das Gute ist, ab November haben Sie endlich mal ein schönes Jahr, denn dann geht das Schicksalsjahr für die Schützen los, dann ist der Jupiter im eigenen Zeichen, also im Schützen drin, das ist das Schicksalsjahr, und dann können Sie das ganze Leben drehen. Bis dahin lieber auf Handbremse arbeiten, nicht zu viel an sich ranlassen. Ich weiß, es sind 10 Monate, die man überstehen muss. Aber das haben sie in 2017 auch schon geschafft, also 2018 versuchen sie noch dran zu bleiben, denn der Herbst oder der Winter 2018 wird wunderschön. Also liebe Schützen, freut euch auch auf 2018. So schlimm sieht's gar nicht aus. Ihr müsst bloß durchhalten. 10 lange Monate und dann ab November habt ihr alles. Liebe, Glück, Finanzen, alles klappt und alles wird gut.